So, also Bäume setzen und ausharren. Das ist der Plan von Gerugon von vor anderthalb Wochen oder so. Klingt entspannt. Aber ja, ich denke, das ist auch die beste Möglichkeit. In den Kommentaren wurde erwähnt. Das sah cool aus. In den Kommentaren wurde erwähnt, dass ich doch dem Scharfschützengewehr nochmal eine Chance geben sollte. Gerade wo wir ja die neue Art von. Oh, Türme zerstört, Mauern zerstört, das ist nicht gut. Genau, wahrscheinlich genau deswegen soll ich dem Scharfschützengewehr eine neue Chance geben. Wegen der neuen Art von Gegnern, die ja spucken können. Also wandelnde Würmer quasi. Und da ist wohl das Scharfschützengewehr das einzige. Boah, das einzige, was gegenhalten kann. Das ist jetzt nicht so schön. Warum steht Electricity 30%? Ja, also die Spucker sind da nicht so schön. Ich denke mal, diese komischen Glubschaugen-Fischdinger da werden die Spucker sein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Lasertürme automatisieren. Ich habe mich da mehrfach drum gedrückt, aber wenn die jetzt regelmäßig zerstört werden, müssen die auch regelmäßig wieder aufgebaut werden. Also die Spucker können über die Mauer rüberschießen oder dieser ganz neue hier, der King, kann über 1, 2, 3, 4, 5 Felder hinweg schlagen. Na okay, er hat zwei Mauern zerstört. Dann sind es nur noch 1, 2, 3 Felder. Eventuell sollte ich die äußerste Mauer auch noch aus Sand machen. Na, mach mal die äußerste Mauerreihe da weg. Was bist du gewesen? Elder Biter Corps. Nein! Ach so. Wart ihr nicht lila? Also ja, ich habe das. Ich habe nicht gepatcht in der Zwischenzeit. Jedenfalls nicht, dass ich mir bewusst wäre. Ich habe den Ordner 1 zu 1 von der einen Festplatte zur anderen kopiert, aber irgendwie sehen die Farben jetzt anders aus. Also, und die Auflösung ist jetzt 2000 noch was mal, so wie noch. Und rendere ich dann runter auf 1080p, damit das alles ein bisschen schärfer aussieht. Aber es dürfte trotzdem nicht die Farben verändern von denen. Sei es drum. Also ja, Plan ist, nachher den Wald wieder aufbauen, jetzt aber erstmal Lasertürme automatisieren. Und das Scharfschützengewehr. Problem beim Scharfschützengewehr, das ich sehe, ich muss in meiner Nähe sein. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo ein Angriff dröhnt, muss ich da hinlaufen und töten. Dich bauen wir mal ab. Das ist nicht wirklich ansprechend für mich. Die Alternative wären die Scharfschützentürme. Wobei die halt dann durchgehend die Munition verbrauchen. Und die Munition braucht Tungsten. Und wir haben Tungsten, aber so super viel ist das nicht. Haben wir noch eine Fabrik auf Tasche? Bau mal bitte eine tolle Fabrik. So, setz die mal einfach hier irgendwo hin. Klick. Du. Ich brauche keine Fabrik, ich brauche eine Schmelze. So brauche ich eigentlich eine gute Schmelze. Also die MK-Schieß-mich-tot-Version davon. Und dann würde ich da ganz gerne Produktivitätsmodule reinhauen. Dann müsste es nämlich ähnlich produktiv sein wie die Flüssigdinger. Also ich glaube, ich kann schon Flüssigtungsten. Nee, kann ich jetzt herstellen. Tungstenplates sind 0,8. Also ja, 20% Effektivitätssteigerung, wenn man es flüssig macht. Aber auch mit dem Ding ist es 20%, weil ich ja zwei Module drin habe. Hätte ich jetzt ein Electric Furnace MK2, könnte ich wahrscheinlich noch mehr Module reinhauen. Also wäre es dann auch wieder effektiver als das Flüssige. Aber gut, die Rechnerei, damit spare ich mir jetzt erstmal. Ich gucke erstmal, ob ich einfach so das nehmen kann und da reinwerfen kann. Kann ich nämlich nicht. Und das macht das Ganze wieder hinfällig. Also es muss zuerst flüssig gemacht werden. Wahrscheinlich mit sehr, sehr heißer Lava. So heiß, dass ich auf der neuen Auflösung gar nicht lesen kann. Für mich sieht das aus wie 3600. Und um 3600 Grad heiße Lava herzustellen, brauche ich wieder sehr viel Kohle und sehr viele Liquid, Handle-Dinger und all sowas. Das ist jetzt nicht so dolle. Gut, Lasertürme. Was braucht man für Lasertürme?
Wir brauchen Stahl, grüne Chips, Batterien und Steinzahnräder. Und ich denke, ich werde die Fabrik genau hier aufbauen, damit der Weg möglichst kurz ist zu den Logikisten hier und den Türmen, die wieder aufgebaut werden müssen, da. Also, komm da mal hin, dann kriegst du noch eine Kiste. Nee, nicht da. Da. Und reinlegen tust du das Ganze in eine Provider-Chest, wo die Roboter das hoffentlich dann rausnehmen, wenn es gebraucht wird. Das werde ich ja gleich sehen. Du da. Du stellst bitte hier Lasertürme. Oh, und wo ich das gerade gesehen habe, mir wurde auch nahegelegt, mich um die Dinger mal zu kümmern. Weil die sollen auch aus Sand herstellbar sein. Also wahrscheinlich Sand und Wasser, wenn es Lehmziegel sein sollen. Wobei es kein Lehm gibt, also zählt es halt als Sand. Also Ressourcen, die wir schon haben und ein bisschen Wasser. Dann kommen die Lehmziegel da draus. Und die Mauer soll noch stärker sein als Sand. Und halt ähnlich einfach herzustellen. Das wäre also auch noch ein Ziel auf der To-Do-Liste. Jetzt aber erstmal Laserturm. Also du hättest gerne grüne Chips. 100 Stück. Batterien war unter Munition. Genau. 100 Stück. Da hättest du gerne noch Stahl. Ich lasse mich immer von den ganzen bunten Sachen ablenken. Weil ich gespannt bin, wann wir da hinkommen. Was suche ich jetzt? Stahl, genau. Stahl brauche ich noch. Und eine Ressource habe ich vergessen. Steinzahnräder, ja gut. Das ist Neanderzahlzeug. Und ich mag die Roboterschlangen. Ditech Intermediaries, hier. Davon hätte ich gerne auch 100 Stück. So, du arbeitest produktiv, kannst du nicht, also schnell. Ja, müsste jetzt alles ankommen, wenn ich die Steinzahnräder denn angeschlossen habe am System. Was kommt da angeflogen? Warum fliegt ihr Eisen? Ja. Weil da eine Kiste über ist. Eine Storage Chest. Ja, das ist das. Mach daraus bitte so eine Kiste. Das ist nicht gut. Mach aus den allen bitte. Ich brauche mehr rosa Kisten. Keine großen. Einfach nur rosa Kisten. Das Zentrallager soll wirklich hier irgendwo sein. Ist bisher ein Steinzahnrad angekommen? Nein. Haben wir Roboter, die noch frei zur Verfügung sind? Ja. Wir haben inzwischen fast 500 Roboter. Es ging doch schneller als erwartet. Und die neuen Roboter. Also die MK1-Version von den Logistikrobotern, die durch Ditech eingeführt wurde, die sollen sich wohl ziemlich lohnen. Beim Tooltip habe ich nur gesehen, dass sie weniger Strom verbrauchen, aber angeblich können sie auch mehr tragen und sind schneller. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Also werde ich mir die bei Zeiten auch mal angucken. Da brauchte ich nur recht viele andere Chips für. So, wo waren Steinzahnräder? Hier. Du wirst mal zu einer großen passiven Kiste. Flop. Genau, und jetzt werden die hier abgeholt und da hinten hingebracht. Ihr seid Bauarbeiter. Nein, ihr seid keine Bauarbeiter. Ich hätte gerne mal ein paar von euch eingesackt. Kann ich? Nee, ich kann sie nicht aus der Luft mit der Aufnehmentaste einfangen. Das ist schon mal nicht so gut. Das heißt, ich muss die irgendwie in den Roboports erwischen. Ein Hinweis aus den Kommentaren war zum Beispiel, dass wir neben Roboport einfach ein intelligentes Ärmchen packen sollen. Und das fischt dann quasi die noch nicht abgegradeten Roboter raus, tut sie in eine Kiste und da wird das dann rausgenommen und sie werden weiterverarbeitet zu den besseren Robotern. Und das klingt echt nicht schlecht. Jetzt aber erstmal das Inventar leeren und Bäume anpflanzen. Das ging nicht mehr im Blueprint, oder? Ich glaube, es ging nur das Abreißen im Blueprint. Ja, schade. Aber gut, da hier keine Strommasten im Weg sind, geht das ja relativ flott. Ist das schon wieder eine Logistikkiste?
Nee, eine passive Provider, okay. Ja, den Fehler hätte ich echt nicht machen sollen. Dass ich überall die Logistik Storage Chest hinballer. Weil jetzt fliegen die Roboter halt kreuz und quer. Das ist nie so schön. Das heißt, ich mache dann aus allen Storage Chests aktive Provider Chests und baue das Zentrallager weiter aus. Dass wirklich alle Roboter immer zum Zentrallager fliegen, wenn sie irgendwas einlagern wollen oder was abholen wollen. Das sind echt eine Menge Bäume. Warum bist du jetzt auch geixt? Lauter Krams drin. Mach daraus bitte mal auch so. Ah, du bist gar nicht im Roboport-Bereich. Dann bau doch mal einen tollen Roboport. Genau. Ich hätte gerne noch mehr Platz für noch mehr Wald. Ich könnte das hier expandieren. Aber ich habe den Landfill-Mod noch gar nicht drauf. Also ich habe das möglichst minimal gehalten alles. Weil ihr habt ja schon gesehen, dass mit der Zeit nicht so schön gelaufen ist. Da wollte ich jetzt nicht noch mehr Mods reinpacken. Aber gut. Warum hast du lila Science Packs hier drin? Das ist alles sehr komisch. Oh, genau. Und ich wollte jetzt gucken, ob oben bei den Lasertürmen aus der passiven Provider Chest die Lasertürme rausgenommen werden, um die Türme da wieder aufzubauen. Aber das sieht gut aus. Darum, 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 darum. Ja. Wurde anstandslos neu aufgebaut. Achso, und begrenzt dich mal bitte auf 2 Stacks Lasertürme. Sonst sind unsere Ressourcen gleich wieder weg. So, du. Provider, weiter, weiter. Weiter Chest. Aktive. Dich, da haben wir auch schon so eine. Ne, du bist eine passive. Ja, das machen wir später. Während ich rumlaufe, mehr Kisten bauen. Ich will keinen Kistenmangel mehr haben. Und ich will. Ja, ich will eigentlich will ich die riesig, riesig, riesig großen Storage Chests haben für das Zentrallager. Wow. Ja, Jungs, ich muss euch gleich mal einfangen. Das geht echt so nicht weiter. Skynet dreht ein bisschen am Rad gerade. Wie viel haben wir jetzt? Hä? Waren das nicht eben noch 475? Jetzt sind es 416. Das ist sehr, sehr suspekt. Oh, eine leere aktive Kiste. Die habe ich schon mal leer bekommen. Das ist gut. Da wird der Geruch in der Vergangenheit irgendwann mal aus einer Eisenkiste eine aktive Kiste gemacht haben, um alles ins Zentrallager zu bringen. Und das Zentrallager sieht ganz schön mau aus, wenn ich es mal so sagen darf. Aber es ist noch genug Platz, okay. Erstmal füllen wir das da unten so auf. Ist okay. Die Roboter brauchen alle ewig lange zum Aufladen. Warte mal. Warte, dass einer von den... Nee. Die landen gar nicht mehr. Also ich müsste es theoretisch hinbekommen, dass die Transportroboter nichts mehr zu tun haben. Und dann gehen sie in das Ding rein und dann baue ich das Ärmchen dran. Das werde ich niemals mehr hinbekommen, dass die Transportroboter nichts zu tun haben. Ja gut. Also, ich wollte den Wald setzen, habe ich gemacht. Ich wollte die Lasertürme automatisieren, habe ich gemacht. 3600 Grad heiße Lava. Ich weiß echt nicht. Tungsten können wir gleich herstellen. Aber ich habe das nur erforscht, damit wir Bronze herstellen können. Liquid Tin müssten wir auch schon. Das braucht ganz warme. Ich wollte schon sagen, lauwarme Lava. Ist 800 Grad, ist immer noch heiß genug. Oh, warte mal. So kalte, in Anführungszeichen, Lava haben wir gar nicht, ne? Ich glaube, wir fangen bei 1200 an. Ah, sehr schön. Gut, ich hätte jetzt gerne... Nicht das. Das hier. Liquid Bronze. Braucht 500 Alien Science Packs und 2000 jeweils von den anderen. Das ist... Hab ich, ja.
Und hier haben wir Mainline to Pipe Pumps. Mainline Pipe which holds 5000 liquid. Exclamation Point. Mark, wie auch immer. Ja. Geht nicht anders, wir brauchen Bronze. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt lauwarme Lava gucken. Lauwarme 1200 ist das kühlste, was wir haben. Haben wir Roboter, die Flüssigkeiten transportieren können? Also eigentlich müsste der Wald jetzt hier weg. Genau wie die Kiste da. Dann müsste ich hier einen Knick machen und dann müsste ich hier wieder nach oben gehen. Und hier so die Abkühlung machen. Die Stein- und Kohleversorgung brauche ich nur, um das zu erhitzen. Also weiter nach oben. Wobei hier oben auch bald kein Platz mehr ist. Abkühlung brauche ich einfach immer nur... Brauche ich nicht mehr Wasser, ne? Nö, einfach nur Lava in den Liquid-Händler. Das heißt, ich mache hier dann Rohr. Das geht nach da. Und dann Tank, Liquid-Händler, Tank, Liquid-Händler, Tank, Liquid-Händler, bis wir bei 800 Grad sind. Und dann wuseln wir das von da aus weg. Ja, das sieht langsam alles nicht mehr wirklich schön aus. Ich habe halt die Basis komplett anders konzipiert. Für ganz andere Ditech-Versionen und alles. Aber gut. Ich kann irgendwann nochmal irgendwo im Busch, wollte ich schon sagen, irgendwo außerhalb eine richtig schöne neue Basis mal bauen. Oder wenn wir irgendwann durch sind mit dieser Ditech-Version, also komplett das Spiel gewonnen haben, wenn ich dann eine neue Welt anfange, dann weiß ich von vornherein, dass ich hier bestimmte Sachen ein bisschen mehr Platz brauchen. Viel mehr Platz. Aber gut, jetzt halt nicht mehr schön, jetzt einfach nur, dass es funktioniert. Das heißt, ich hätte gerne diese Fluid-Händler-Dinger. Blinkt irgendwo was gelb da unten? Einer.